Naja, für uns war eigentlich die Triebkraft, es darf nie wieder so etwas kommen, das wir hatten, was mit Krieg endet. Diese Nazi-Ideologie und so und Rassismus und was weiß ich alles. Zum Beispiel in der Berufsschule war ich der Einzige, der FDJ-Abzeichen trug. Ich wusste aber, dass es in der ganzen Klasse gab es 3 FDJler. Die anderen 2 waren zu feige, das zu zeigen. Und da hatte ich dann auch von ein paar Jünger, also von ein paar männlichen Kaufmannsgehilfen, also sonst waren sie ja fast alles rein, die haben mir dann schon mal eine Laterne gezeigt auf der Österreich und gesagt, dort wirst du hängen. Das war noch 1950, war das noch so. Der da am schlimmsten war, habe ich dann später mal festgestellt, der war dann plötzlich bei der Grenzpolizei. Der Saal war damals noch nicht, spielte der noch keine Rolle. Der war zu der Zeit, wo mein Vater hier noch arbeiten musste, war das Speisesaal eigentlich in der Regel. Sonst war ja nicht mehr hier los. In verschiedenen Einleitungen wurde der anders genannt. Einmal war es Kultursaal, dann war es der Speisesaal, dann war es der Festsaal und dann war es der Konzertsaal. Musste jedes Mal umgeräumt werden. Oder? Es gab aber damals ja Leute, die direkt hier nur für das Gebäude verantwortlich waren. Und wir hatten ja damals dann hier so viele Gruppen, also hier, wie sagt man, Kulturgruppen könnte man sagen, von der Laienspielgruppe angefangen, das ist logisch, das war erstmal das Wichtigste, dann gab es eine Tanzgruppe, dann gab es mittlerweile dann ein Orchester, das ist in der Hauptsache natürlich auf Big Band Basis. Und dann hatten wir zum Beispiel sogar eine Modellfluggruppe. Wenn Väter aus der Gefangenschaft wiederkamen, die sich dafür einsetzten, dass es hier friedlich zugehen sollte, ja, färbte das ab auf ihre Kinder. Ganz logisch. Und so wurde es eben so ganz unterschiedlich. Die einen waren eben noch reaktionär und die anderen waren fortschrittlich. Und dazwischen gab es noch eine andere Masse sozusagen. Ja. Und um die haben wir ja immer dann gekämpft, dass sie mitmachen. Was Neues aufbauen und so.